Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal hatten wir ja so ein bisschen Probleme mit dem Bauernkrieg hier. Da müssen wir mal schauen, dass wir da das in den Griff kriegen. Und da war das. Brauchen wir mehr Stabilität. Aber da haben wir noch nicht genug Punkte für. Da fehlen uns rundweg 50 Punkte noch. Da müssen wir das abwarten und da müssen wir das unbedingt steigern, dass das besser wird. Hier können wir natürlich was ausbauen. Ja, da müssen wir mal gucken, was uns da was bringt, ne? Ja, 16 Cent, das ist ja nicht viel, ne? Was haben wir denn sonst noch so? Werkstatt? Yorkshire? Ach so, da können wir erstmal gucken, ob wir da was fördern können, ne? Das war hier, ne? Ne, können wir nicht. Reicht's Geld noch nicht für, aber wir sind kurz davor. Das sind noch 20. Dann müssten wir mal gucken, dass wir die 20 zusammenkriegen und das unbedingt fördern, damit wir hier endlich mal irgendwann diesen Malus loskriegen, weil der wächst ja auch schon an, ne? Gut, dann geben wir gerade kein Geld aus, warten, bis wir das Geld zusammen haben, ne? In der Hoffnung, dass wir es nicht irgendwie gleich über den Jordan geschickt haben. Golan gibt's immer noch. Und das hier ist doch Holland, ne? Das ist ja nicht mehr Kleve, ne? Berg. Ach, Kleve ist auch hier. Kleve ist gleich Köln. Okay, interessant hier in Mitteleuropa. Die Holländer fahren jetzt auch durch die Gegend. Ach so, hier sind unsere Schiffchen. Sind die schon zusammen? Ja, sind sie. Hier hat man Anspruch fingiert. Und da auf den Färöern. Feyenoord oder irgendwie so ähnlich habe ich letztes Mal gesagt, ne? Das war wohl etwas falsch. Skandinavien an. Oh, die Skandinavier möchten hier auch hin. Und da? Oh, da möchten sie auch hin. Jetzt auch nicht hier auch. Da auch. Einen dauerhaften Anspruch. Das kann aber nicht richtig sein, ne? Sind doch unsere Freunde, können doch keinen Anspruch darauf haben, oder? Institution fördern, da ist die Kohle zusammen. Dann machen wir das auch. Ist zwar viel Geld, aber dann ist der Malus weg. Wir haben den globalen Handel. Oh, da gibt es auch einen Händler zu, also bringt es das sogar richtig. 110 Dukaten weg, die wir nicht haben. Und das andere, oh, Prestige noch verlieren. Oh. Einen Kredit will ich nicht aufnehmen, da müssen wir halt mit dem Prestige halt diesmal leben, ne? Gut, das haben wir. Was ist hier? Korruption immer noch? Meine Güte, ey. Die Korruption, die frisst uns nur auf. 5 Cent mehr, aber das sind, muss man überlegen, das ist ein Vermögen, was wir da reinstecken schon. 15. Hammer. Ja, der Jungspund, der müsste mal Nachwuchs kriegen. Gucken wir mal gerade durch hier. Also ganz viele sind mit uns nicht ganz fröhlich, ne? Obwohl da, ne, Holland. Holland ist super fröhlich mit uns. Ja, wir haben auch mit denen, glaube ich, ein Bündnis, ne? Oder wie war das? Militäringenieur ist gestorben. Skandinavien, klar. Aragon. Geht da eigentlich schon was oder nicht? Gute Frage, ne? Ach so, jetzt haben wir die Anzeige falsch hier. Bündnis. Ah, dauert noch. Geht nicht, sagen wir es mal so. Ja, lass mal gerade noch mal reinschauen. Darf ich mal bitte jetzt hier so zack, zack. Ach so, sind wir schon. Woran liegt's? 70. Wir sind zu schwach. Britische Flottenstärke und britische Armee, das wäre schon 48 Punkte. Flottenstärke. Okay. Armee verstärken würde das bedeuten. Ja, wie sieht es hier hinten mit der Kolonie aus? Sind wir bei 75%. Gut. Haben wir hier mal einen Anspruch fingiert eigentlich?
Feinde steht da. Ja, haben wir. Und da auch. Wunderbar. Mit wem sind die denn böse? Okay, Österreich steht auf der anderen Seite. Das ist nicht schön. Und das sind deren Dingens, sag schon. Kolonien. Okay. Läuft nicht. Kriegen wir keinen Banner mehr. Wie sieht es denn mit den Franzosen überhaupt aus? Wenn man denen den Krieg erklärt, also Österreich, doch, die Österreicher sind tatsächlich dabei, ja. Kongo, Gegenstaat, Ferrara, Portugal, okay. Und zwei Kolonisten. Das ist alles positiv, ja, ne? Dann würden wir das auch machen. Gut. Haben wir da einen Anspruch eigentlich noch drauf? Nö. Bauen wir doch mal ein Spionagenetzwerk gegen Frankreich erstmal auf, ne? Einen hatten wir ja noch frei. Ansprüche erhoben. Okay, die Frechheit besitzen die. Machen wir gerade Pause, Kardinalminister. Und ja, da gibt es 10 Prestige, ne? Und das Prestige möchte ich doch viel lieber haben. Weil das muss mal wieder ins Weiße kommen, auf Deutsch gesagt, ne? Ja, da muss man Nachwuchs kriegen, ne? Ja, ja. Da riskieren wir das, das ist klar, aber was soll ich tun? Das ist der Bürgerkrieg. Da sind wir bei 7000. 20% geht noch alle. Oh, wir können hier zwei Sachen schon machen, okay. Ja. Machen wir. Textilmanufaktur. Und hier. Okay, haben wir auch. Und dann können wir bessere Einheiten machen. Bastion gibt's dann auch. Gut, das waren... Welche waren das denn, diese? Gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt sind wir ganz falsch. Ne, da müssen wir nochmal reingucken. Infanterie war das. Da wieder hin. Ja, waren wir das schon richtig, ne? Ja, was machen die hier? Offensivmoral 3. Defensivnahkampf. Wie ist das unterschiedlich verteilt? Ja, hier gibt's mehr. Defensivmoral. Und die bringt uns überhaupt nicht weiter. Dann nehmen wir die. Ganz klar. Das geht nicht weg. Das bedeutet, irgendwas anderes muss es auch noch sein. Der war's. Okay. Was gab's hier? Okay, dann gehen wir zurück. Dann lassen wir so, wie es war. Dann war das eigentlich auch egal, ne? Weiß ich aber auch nicht, was wir da genommen hatten, ne? Das ist das nächste. 2,47 ist Geld. Ja, wir sollten mal die Pause rausnehmen, dann läuft auch noch was, ne? Ja, unser Kollege, der müsste jetzt mal Nachwuchs kriegen. 20% immer noch. Oh. 155, wir haben gerade das Geld rausgeballert dafür. Das war nicht so eine gute Idee, ne? Und wo kommen die denn raus, wenn... Das ist oben in... Ja, Neufundland. Also hier. Da haben wir aber 14 stehen und wenn da 7 rauskommen, die haben wir noch 4 hier. Das müsste eigentlich so oder so machbar sein, ne?
läuft. Wie war das jetzt? Na komm schon. 83%. Geht, ne? Und dann sind die netten Herrschaften aus Norwegen im Weg, ne? Dann müssen wir uns vielleicht um die Insel kümmern. Ah, da fuhr ein Schiff lang, ne? Okay. Ein Schiff haben die nur. Und da ist noch eins, also zwei. Im Hafen sind nochmal zwei, das sind dann vier. Okay. Sitzen hier mit Anspruch aus. Anspruch können wir noch fingieren. Placentia, geht das auch? Dann nehmen wir den Anspruch auf jeden Fall. Ist mir wichtiger wie da so eine Insel. Philosoph gestorben und die Ansprüche erhoben. Passt. Wenn wir die angreifen, wen haben wir dann im Nacken? So, das sind die hier. Ja, Krieg erklären geht gerade nicht, weil kein Dingens da ist. Ja. Ach so, da sind wir ja gerade bei. Aragon sind wir auch bei. Und können wir jetzt nicht nachgucken, weil wir keine Diplomaten frei haben. Das ist jetzt hier die französische Geschichte, ne? Da müssen wir noch einen Anspruch fingieren und dann gucken wir weiter. Normandie wäre es das. Die nehmen wir dann. Gut. Ja, das ist klar. So viele sind jetzt gerade Sachen nicht so machen. Wir müssen gerade ein bisschen sparen, ne? Das ist 67. Unser guter Mann, der müsste mal eine Frau haben oder so. Weiß ich nicht, ob er eine hat. Ist jetzt schon 23 mittlerweile. Kein Nachfolger. Sieht nicht gut aus. Ah, 7, 3 und 10. An der Kolonie haben wir das auch geschafft. Aber die müsste auch bald selbsttragend sein, ne? Was machen wir hier? Umändern? Wie sieht's denn so insgesamt aus? Das oberste ist das schlechteste. Ah, ein Thronfolger. Und was für eine Graupe. Na, super. Na, den können wir auch getrost in die Wüste schicken, in dem Sinne. Ja. Also, auf der anderen Seite, wir haben hier das Minimum. Da kriegen wir es demnächst mehr, wenn der andere Nachfolger, Thronfolger da ist. Haben Stillstand beendet. Und mit der Provence auch. Das passt ja dann. Ja. Wie sieht's hier aus? 247. Das bleibt konstant gleich. Korruption ist bestimmt schon wieder am Steigen, oder? Um 0,0. Toll, oder? Kolonie selbst erhalten, super. Da haben wir schon Geld wieder zusammen, um was abzuschließen. Machen wir aber nicht. Okay. Anspruch fingieren. Was ist denn das hier? Tusak, Talusak. Machen wir doch mal, oder? Grenzdisput. Machen wir mal gerade Pause, das müssen wir. Um 50 geändert, verlieren 100 diplomatische Macht. Prestige. Das machen wir schon mal gar nicht. Diplomacht ist die mittlere. Ja. Norwegens Meinung über Großbritannien hat sich um 50% geändert. Also negativ. Das machen wir da gar kein Problem.
Wir wollen ja notfalls auch das da kriegen, ne? Was machen die hier auf unserem Acker? Ich glaube, wir nehmen mal ein paar Schiffe und bringen mal ein paar Leute rüber, oder? Fahren wir dahin. Lass mal weiterlaufen. Dann gehen 21 Einheiten drauf. Aber so viel wollen wir vielleicht nicht nehmen, oder? 16 nehmen wir. Oder 15, dann können wir ja halbieren machen. Passt dann. Die schicken wir dahin. Und die schicken wir sogar dahin. Und dann geht's darüber. Die schicken wir dahin. Passt. Läuft. Oh, da ist ja schon was. Was machen die? Haben uns einen Krieg erklärt oder was? Ist doch hier gar nichts. Ach, die haben unseren Kolonien den Krieg erklärt. Alles klar. Na dann. Die haben uns aber nicht gerufen, ne? Aber wir gucken mal, was wir machen können. Also die war ja selbst erhalten jetzt, ne? Genau. Kann ich denn da reinmarschieren? Nö. Ja, das bedeutet, wir müssen mal hier gerade überlegen. Den Franzosen können wir wahrscheinlich jetzt den Anspruch fingieren, oder? Normandie will ich ja haben. Anspruch fingieren. Geht das Normandie? Ja. Okay. Okay. Dann ziehen wir den ab, oder? Ne, wir können auch... Okay, den ziehen wir ab. Ja, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, was da passiert, wenn wir da hinziehen. Lasse ich die Schiffe hier oder nicht? Das ist die Frage. Na, ich lasse hier, weil wir müssen ja auch mal wieder zurück, denke ich, oder? Gucken, was da los ist. Wie die da durchmarschieren, würde mich interessieren. Da passiert nichts, ne? Gut, wir haben aber einen Dingensdiplomaten da. Das bedeutet auch, dass wir hier hingehen und den Krieg erklären. Kriegen wir auch keinen reingezogen jetzt, oder? Ist auch egal. Ich bestätige den Krieg, definitiv, und greife die an. Oh, jetzt laufen die da runter, dann da hoch und dann darüber. Wow. Kann ja nicht sein, dass die Norweger hier meinen, da können wir machen, was sie wollen. Hier, guckt ihr es an. Neufundland hat den Krieg wahrscheinlich beendet, oder was? Oh, das kann doch nicht sein, so kurz danach. Wofür haben wir das alles freigekämpft, meine Freunde? Wofür? Sagt mir das. Die ganze Küste verloren, oder was? Ah, das ist echt ärgerlich. Und dann sind sie weg, ne? Die Einheit haben wir zerdeppert. Okay. Wo laufen sie hin? Die reiben wir doch erstmal auf, oder? So, wenn sie da sind, ist das schon mal gut. Da können sie doch auch gar nicht weg, oder? Das müsste gut klappen. In die Sackgasse. Beeilt euch, damit er sie noch kriegt.
Oh, jetzt laufen wir da hinterher, wieso, ne? Na, super gelaufen. Ein Künstler gestorben, super. Ne? Zack, angreifen. Kriegen wir die noch? Schon wieder weg. Wird das noch was, oder sind die fußkrank? Boah, kaum zu glauben. Jetzt haben wir hier noch... ...12.000 Rekruten-Server verlieren wir, und da... Inverness, und das ist Cumbria. 35 und 34, na super. Da kriegen wir noch ein paar Sachen wenigstens plus. Muss so laufen. Neuer König. Er wollte. Die ist jetzt hier ausgebrochen, die Revolte, ne? Da oben. Jetzt wird's schwierig. Weil unsere Truppen gerade da drüben im Kampf sind. Hat gut geklappt, da haben wir richtig gut aufgepasst, ne? So ein bisschen Geld haben wir, ne? Können wir noch ein paar Truppen hier ausheben. Kriegen wir da noch was? So. Zack, zack. Zack. Fertig. Muss so laufen. Was haben wir hier? Truppen wieder steigern. Das passt schon, weil wir ja jetzt sowieso schon den Bürgerkrieg haben. Jetzt gibt es noch neue Infanterien. Was haben die denn hier so? Offensivmoral. Nahkampf genauso wie. Die sind fast identisch bis auf hier. Die haben offensiven Fernkampf. Ich nehme die. Und dann war es das. Stabilität können wir erhöhen. Machen wir auch. Jetzt haben wir mal gerade minus 1 gerafft. Das ist ja super. Das ist egal. Und Pause raus. Kurz nochmal darüber, dass wir die da wenigstens kriegen. Können wir die jetzt mal endlich angreifen. Da, da, überall kommen neue. Okay, und dahin. Wie weit sind die Truppen hier hinten? Die sind noch nicht fertig, die werden noch gemacht. Okay, da kommt es jetzt endlich zum Angriff. Und ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ja, super, die paar Männchen und wir sehen so schlecht aus, oder was? Ja, haben wir aber geschafft. Gleich hinterherziehen, wenn es denn welche gibt. Ne, gibt's nicht. Gut, dann bleiben wir hier. Ne, doch, da kommen sie. Oh. Auch nett, dass man das so sieht, ne? Ah. Okay. Komm, ich heb mal hier eine Truppe aus. Ach, das geht wieder nicht, weil das nicht unser Land ist, wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, funktioniert schon mal nicht. Okay, jetzt verschwinden die. Und jetzt laufen wir mal da runter. Frankreich, irgendwas. Die Erde brennt jetzt in Europa. Ist schon alles schwatt da oben. Und die 35 Truppen kriegen wir hier sowieso nicht kaputt.
Höchstens, wenn wir sie zentral verteidigen oder so, ne? Geht noch nicht. Das geht. Jetzt haben wir da 28 Truppen gegen 35. Das reicht noch dicke nicht. 40-Zuordnung, Heeresreform. Läuft, ne? Unruhen minus. Ja, wir nehmen das zweite, ne? Das ist schon mal besser. Jetzt haben wir wenigstens Stabi 0. Österreich hat Böhmen den Krieg erklärt. Ja, die wollen jetzt bestimmt, dass wir noch helfen oder so. Stände. Die hier fordern wahrscheinlich was. Der Adel. Gibt es jetzt auch noch. Auch schön, ne? Da sind wir jetzt gerade nicht dran, ne? Aber ich sag mal, wir werden jetzt erstmal eine Pause machen und in der nächsten Folge gucken wir dann weiter, was wir hier machen können oder auch nicht. Denn momentan ist es etwas heikel. Wir haben hier, wie gesagt, die 35, die da oben gerade durchs Land ziehen. Da müssen wir gucken, dass wir hier den Norwegern den Garaus noch machen. Und das ist gerade etwas tricky, ne? Allerdings haben wir den Vorteil, dass wir hier keine Landmasse in dem Sinne haben. Sondern wir sind hier ja nur zu Fuß unterwegs, um die Norweger zu kriegen, weil das andere ist ja Neufundland. Ja, mit denen haben die schon Frieden geschlossen. Gut, okay, sonst irgendwas? Da nicht und da auch nicht, gut. Dann werden wir mal schauen, dass wir das in der nächsten Folge wieder in Angriff nehmen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!